Eintracht Frankfurt hat im Kampf um den Einzug in die Champions League in der deutschen Fußball-Bundesliga erneut Punkte verloren. Runde nicht über ein 11 gegen den VfL Bochum hinaus und ist in der Meisterschaft seit 5 Spielen sieglos. Torschütze Randal Kolumwani rettete dem Tabellensechsten mit einem verwandelten Foul-Elfmeter einen Punkt. Vor 50.000 Zuschauern hatte Takuma Asano die Gäste in Führung gebracht. Kevin Stöger war bis zur 85. Minute im Einsatz und hätte mit einem Freistoß von der Latte beinahe die Entscheidung getroffen. Bochum sicherte sich mit einem Punktgewinn den 14.